Dr. Adriana Radler-Pohl war an der Universität Kaiserslautern. Sie promovierte am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg über genetische Ursachen der Metastasierung von Krebszellen. Während einem mehrjährigen Forschungsaufenthalt hat sie im Bereich Zellregulation an der Universität von San Diego in der Pharmakologie gearbeitet. Nach der Rückkehr nach Deutschland führte sie eine Abnehmgruppe in der Arbeitsgruppe in der Abteilung für Genetik am Kernforschungszentrum Karlsruhe. Nach der Geburt ihrer zwei Töchter hat sie Fachbücher übersetzt und ihr Wissen über Zellbiologie angewendet, indem sie Menschen seit vielen Jahren bei der Stoffwechseloptimierung und Ernährung betreut hat. Gemeinsam mit ihrem Partner hat sie die Naturheilpraxis Hygienum, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, Hygiene. Hygienum, im Zentrum des Rhein-Neckar-Dreiecks ins Leben gerufen. Dr. Adriana Radler-Pohl, ich freue mich ganz besonders auf dieses Interview, weil wir das Thema Schilddrüse intensiv besprechen werden. Und so viele Menschen haben auch unerkannte Herausforderungen mit ihrer Schilddrüse. Schön, dass Sie da sind. Herr Heinzmann, das ist sehr lustig, weil wir kennen uns eigentlich persönlich. Wir haben uns vor 3,5 Jahren mal kennengelernt, schon ein bisschen gekuschelt miteinander. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe hier auch einen Beweis. Nein. Ja. Ich habe ein schwarzes Hemd an, das muss bei einem Vortrag gewesen sein. Das war ein ganz toller Vortrag. Und deswegen würde ich denken, duzen wir uns doch einfach, Das finde ich weil. großartig. Ja, vielen Dank für das Angebot, Adriana. Ich bin der Patrick. Genau, Vielen, Patrick, vielen freut Dank. mich total. Und schon damals waren wir im Begriff, praktisch die Praxis zu gründen. Das war gerade so der Beginn unserer Praxisgründung und der Beginn, als Heilpraktiker zu arbeiten. Und ich habe damals gehört, dass du diesen Vortrag machst. Und dann sind wir gemeinsam dahin gegangen und fanden das super toll, wie du diese ganzen Dinge, die eigentlich ja sehr tiefgreifend ist, sehr lustig rüberbringst und sehr so, dass sie aber wirklich auch hängen bleiben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man ein guter Lehrer sein möchte. Na klasse, großartig, vielen, vielen Dank für das Feedback. Das freut mich total, auch dass wir uns jetzt hier in diesem Interview sozusagen Das finde ich auch toll. treffen. Und insbesondere auch, das war, also dieses Thema Schilddrüse ist so hochgradig spannend. In meinem Online-Coaching leichter als du denkst, haben wir tendenziell mehr Frauen, deutlich mehr Frauen als Männer. Frauen, die auch Diät versaut, Diät geschädigt, beschädigt sind. Und die machen können, was sie wollen. Sie schaffen es nicht abzunehmen. Und das geht weit über dieses Standardgeplär. Man muss nur weniger Kalorien essen, als man verbraucht, dann nimmst du ab hinaus. Wenn mir die Schilddrüse als wichtigstes Stoffwechselaggregat nicht sauber und rund läuft, dann können wir machen, was wir wollen. Es passiert einfach nichts. Und wenn man immer weniger isst, hat man auch immer weniger Vitalstoffe im Essen, die wiederum helfen könnten, die Schilddrüse erstmal richtig zum Laufen zu bringen. Und darüber sprechen wir heute. Genau, da haben wir also ein klassisches Catch-22. Das heißt, eine Sache gibt die nächste Sache und die gibt aber wieder die nächste Sache, die nicht funktioniert und dann spiralisiert sich das nach unten. Genau. Und ich denke, das sind einige sehr interessante Themen, die wir heute besprechen können. Wahrscheinlich können wir nicht komplett in die Tiefe gehen, aber ich glaube, wir können von den Leuten, die sich bei euch jetzt sagen wir mal registrieren oder melden oder die ihr coacht, können wir vielleicht einen kleinen Blick auf die ganze Sache werfen, wo die Knackpunkte sein könnten und wo man dran arbeiten könnte. Also was sind denn die Ösen, in denen man einfädeln kann? Richtig, genau. Und die Ösen geht es nämlich, weil natürlich kann man sagen, ja, mach mehr Sport, ernähr dich gesund, aber das ist eben nicht die Öse. Weil Ja, eben das ist dann zum nicht. Beispiel die Leber nicht richtig rund läuft, nicht richtig Östrogen entgiftet, dass der Ja. Darm mit Reizstoffen permanent konfrontiert wird. Aber das sprechen wir jetzt noch im Laufe dieses Genau, Interviews da gehen wir drüber. tiefer rein in die Ich würde ganze erstmal Sache. so eine ganz vorsichtige Einflugschneise wagen mit einer relativ breiten Frage, weil du betrachtest den Körper als großes Ganzes. Ja. Was heißt das denn genau? Naja. Ich würde mal so sagen, also entgegen dem, wie heutzutage die Medizin an den Körper oder an die Gesundheit eines Menschen drangeht, indem also der Kardiologe guckt sich das Herz an und der Neurologe guckt sich vielleicht die Nerven an und der, keine Ahnung, der Internist, der guckt sich vielleicht irgendwelche Organe an. Die haben den ganzen Körper schon ein bisschen zerlegt in Betrachtungsbereiche. Nur ist der Körper halt eben nicht so gestrickt. Also im Körper arbeiten alle Systeme so, dass sie miteinander reden. Also das ist wie im Flugzeug, wo die Leute hinten sitzen und der Kapitän vorne und die Crew, die hinten ist,
kommuniziert ständig mit dem Kapitän und der Kapitän kommuniziert ständig mit der Crew. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt in einem Flugzeug ist eine Informationsweiterleitung zu allen Systemen, die da sind. Also praktisch wie eine Art mechanisches Uhrwerk mit vielen Zahnrädchen. Crosstalk, ein kompletter Crosstalk. Wenn nämlich irgendwie an einem winzigen Zahnrädchen eine Zacke weggebrochen ist, dann läuft die Uhr nicht mehr sauber, nicht mehr rund, nicht mehr genau. Das heißt, das Feedback, das auf jeder Ebene kommt, und zwar auf Ebenen, die uns nicht mehr bewusst sind oder bewusst, auch wissenschaftlich nicht bewusst sind, ist ein Austausch zwischen allen Systemen, die im Körper laufen. Mhm. Und wenn wir uns jetzt nur einfach die Gregelkreiswerke angucken, die nur die Schilddrüse betreffen, da haben wir das Hirn dabei, welches Hormone ausschüttet, welche die Schilddrüse wieder steuern, sage ich mal. Wir haben aber die Leber mit dabei, wir haben den Darm mit dabei, wir haben die Nebennieren mit dabei. Ja, das heißt, wir haben die Nerven mit dabei, das heißt also auch die kognitiven Sachen steuern Dinge über die Stresshormone zum Beispiel. Ja. Das heißt, wir haben ein ganz fein verknüpftes Netz, und wenn du arbeiten willst als jemand, der jetzt nicht ein Organ anguckt, sondern warum dieses Organ nicht richtig funktioniert, musst du natürlich in der Lage sein, einfach so eine Art Detektivspiel zu betreiben. Und genauso wie Columbo an eine Mordszene kommt, wird er schauen, ob im Aschenbecher jetzt eine Zigarette ist mit Lippenstift drauf oder nicht. Riecht es nach Parfum oder nicht? Ist das Bild verschoben? Also was ich damit sagen will, wenn du ganzheitlich, und das Wort ist natürlich ein bisschen totgeprügelt, aber wenn du wirklich mit jemandem arbeiten willst, warum er Probleme hat, also so unspezifische Probleme, wie zum Beispiel, dass er nicht abnehmen kann, dann reicht es nicht, nur ein System anzugucken, sondern man muss schauen, okay, wie kommunizieren die denn miteinander? Mhm. Ja? Und dann fängst du natürlich ganz grob an, indem du dir natürlich die Geschichte dieses Menschen angucken musst. Seit wann geht das denn so? Seit wann ist denn dieser Abriss? Es ist manchmal erstaunlich zu sehen, dass Leute tatsächlich dir sagen können, wann dieser Abriss ist. Mhm. Häufig auch mit psychischen Belastungen einhergehend. Oder mit einer Amalgamfüllung, Entfernung beispielsweise und solche Geschichten. Eine Erkrankung, eine traumatische Belastung. Es kann pfeifertes Drüsenfieber sein. Ja. Es gibt Stresssituationen, über die Leute, also chronische Stresssituationen, also wir reden von beruflicher Überstrapazierung und solche Dinge. Und dann merkt man, okay, wo ist der Knackpunkt? Wo zieht sich das Ganze? Und dann, weißt du, alle Systeme im Körper versuchen, uns ja den Hintern zu retten, im Grunde genommen. Das heißt also, der Körper ist ja daran interessiert, uns relativ lang lebendig zu halten. Aber er muss gucken, wie er mit seinen Ressourcen klarkommt. Also muss er schauen, welche Systeme kann ich runterfahren? Welche Systeme muss ich belassen? Ja? Ja. Und wie kriege ich uns denn aus dieser ganzen Sache raus? Und das Problem ist natürlich, dass wir Menschen für gewisse Dinge nicht wirklich Sensoren haben. Das heißt, der erste Sensor kann tatsächlich sein, wenn ich nachmittags 3 Stunden schlafen muss, damit ich überhaupt meinen Tag auf die Reihe kriege. Oder ich habe plötzlich 10 Kilo mehr auf der Waage und weiß nicht warum und ich esse das Gleiche wie vorher. Ja. Oder meine Haare, die vorher super schön, super lang, super weich waren, werden immer kürzer und kürzer und mein Friseur sagt, also du verlierst Hammer Haare. Oder. Und das sind dann die Dinge, wo dann die Leute, wenn sie es dann verbinden können mit gewissen Dingen, dann zum Arzt gehen und sagen, schauen Sie mal, ich habe das und das Problem. Und wenn du Glück hast, sagt dann der Arzt, okay, wir gucken jetzt mal nach Schilddrüse. Oder Glück muss man da haben. Dass allein der Arzt mal drauf kommt, die Schilddrüse anzugucken. Jetzt geht's aber weiter. In unserem Coaching haben wir ganz häufig, wir fragen sofort nach, wenn jemand einfach trotz dieser vernünftigen Grundlagenernährung nicht abnimmt, dann fragen wir sofort nach, hast du schon mal nur zur Sicherheit die Schilddrüse abchecken lassen? Da kommt häufig, ja, ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Dann frage ich, was hast du denn checken lassen? Ja, das wissen die meisten schon mal gar nicht. Aber der Arzt hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Und das, was die Ärzte, wenn sie es überhaupt machen, messen, ist ja der TSH-Wert. TSH-Wert, genau. Das ist praktisch dann, wenn die Hypophyse, die Schilddrüse, das Signal gibt, dass sie jetzt Schilddrüsenhormone produzieren kann, um praktisch dann in Ballung zu kommen. Und der TSH-Wert hat ja einen Von-Bis-Bereich, einen Referenzbereich. Ein Riesenreferenzbereich. Ein Riesenreferenzbereich. Ich habe Zahlen im Kopf von 0,4 bis 4.
Ich glaube, es hat sich ein bisschen was verändert. Teilweise. Es kommt darauf an, welches Labor der Arzt benutzt. Ja, genau. Und ich meine, du siehst ja allein schon die Größenordnung ist ja gigantisch. Ja, wenn man sich das rein von der Physiologie her betrachtet, also von der Biochemie betrachtet, es ist ein Unterschied, ob du jetzt nur 5 Moleküle hast oder 50 Moleküle hast. Genau. So. Richtig. Ich beschreibe das immer so, dass dieser TSH-Wert wie eine Art Dezibelfaktor ist. Also wie laut die Hypophyse die Schilddrüsenfabrik anbrüllt. Wenn es ganz leise ist, dann ist der Wert relativ niedrig, alle sind entspannt, alle können gut arbeiten. Wenn die aber brüllt ohne Ende, ist sie vielleicht schon bei 3,8. Ja. Der Arzt sagt, hey, es ist alles in Ordnung, ist nochmal Referenzbereich. Ich bin der Meinung, dann ist vieles nicht mehr in Ordnung. Absolut. Und ich denke genau, die Problematik, die wir hier sehen, ist auch, dass natürlich die Information der Ärzte wichtig ist. Das heißt also, wie gut sind sie über gewisse Dinge informiert? Und wenn jetzt seit 20 Jahren der TSH als Goldstandard gesehen worden ist, dann wird der Arzt den auch weiterhin als Goldstandard sehen. Und wenn die Referenzwerte nun mal so sind und er ist vielleicht so trainiert, dass er nur die Referenzwerte sieht, also nur die Laborwerte sieht, und vielleicht sich nicht die Zeit nimmt, warum derjenige jetzt vielleicht, sagen wir mal, aufgemerkt hat, dann wird natürlich das wird nicht zueinander finden. Mhm, richtig. Es wird nicht zueinander finden. Ein Arzt zu finden, der offen diesem Thema und auch den neueren Thema, den neueren Herangehensweise ist, das ist echt nicht einfach. Aber vielleicht können wir die Menschen mal abholen, dass sie selber erkennen, da ist was im Argen. Ich muss jetzt proaktiv auf die Suche gehen und eben nicht den Hausarzt. Und vielleicht habe ich Glück und er macht was. Es gibt ja auch bestimmte körperliche Symptome, die auf eine Schilddrüsenunterfunktion oder Dysfunktion hinweisen können. Ein einfaches Beispiel ist, man misst morgens die Körpertemperatur, die Kerntemperatur. Ganz genau. Die Kerntemperatur ist eine ganz einfache Übung. Total einfach. Fieberthermometer Mund oder eben hinten rein. Ich würde es nicht wechseln machen. Hinten rein ist besser, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist schwierig, das so zu positionieren unter die Zunge, dass du wirklich Kerntemperatur misst. Ja. Und deswegen also kauft man sich einfach ein nettes Teil, was einfach dann rektal geht. Okay, das, wie sieht es denn aus mit diesem Ohrthermometer? Halte ich nicht so viel davon, weil selber ist es relativ schwer zu messen, weil du musst es wirklich genau so platzieren, dass das Ding richtig in die Ohrmuschel rein, also in den Gang hineingeht. Also ich bin der Meinung, gute alte Methode, die relativ unspektakulär ist, führt zu den besten Ergebnissen. Aber ich denke jetzt an die Menschen, die gerade zuhören und die hören, ich soll jetzt da einen Fieberthermometer rektal einführen, ich mochte es schon als Kind überhaupt nicht. Also gerade für diese Erstindikation, wie weit weicht denn die Möglichkeit ab, wenn ich das unter die Zunge lege? Ist es so dermaßen unterschiedlich? Sagen wir mal nicht so sehr, aber es ist natürlich schon so, dass diese Feinheiten kriegst du natürlich nicht so sehr raus. Und es können manchmal Feinheiten sein. Okay. Ja, also das heißt also, wenn du eine Erniedrigung der Kerntemperatur hast, das kann wirklich kleinste Mengen sein, die dein Körper aber hat als Kennziffer, dass er die Temperatur einfach nicht genügend hochkriegt. Okay. Und dann gibt es natürlich auch so Dinge, dass manche Menschen auch versteckte Infekte haben. Das heißt also, die Temperatur ist leicht erhöht. Also, weißt du, weil einfach immunologisch irgendwelche Dinge laufen. Und deswegen, ich meine, warum nicht schulen? Warum nicht schulen, einfache Dinge zu machen? Und also meine Frauen zum Beispiel, die ich betreue, die auch in puncto Fertilität und wo es darum geht, den Zyklus vielleicht abzuklären, warum nicht da schon vielleicht einfädeln und den Frauen beizubringen, wie sie mit einer Basalmessung wunderbar ihren Zyklus auf die Reihe kriegen und verstehen? Okay, dann bleiben wir mal bei dem Thema mit dieser basalen Körpertemperatur, also mit der Basaltemperatur. Ja. Gibt es einen Wert, bei dem man schon denken könnte, okay, das ist die erste Indikation dafür, dass die Schilddrüse nicht rund läuft. Ja. Gibt es da so eine Art Cut sozusagen? Ist natürlich schwierig, das ist völlig klar. Das ist schwierig, ja. Also ich habe Patientinnen gehabt, die haben 36,2 oder so gehabt. Mhm. Also wirklich. Also es gibt Leute, die haben sehr niedrige Kerntemperaturen. Mhm. Oft merkt man, dass diese Menschen wirklich kalte Hände, kalte Füße haben. Die frieren auch deutlich mehr. Ja. Und ich denke auch, also meine Anamnese fängt eigentlich an in dem Moment, wo jemand mich vielleicht anruft oder zu mir durch die Tür kommt. Weil da gebe ich die Hand.
Und ich weiß in dem Moment schon, was Sache ist. Und kalte Hände. Kalte Hände. Auch wenn es draußen warm ist, ja. Ja, ja, genau. Und wenn dann Leute hier bei mir sitzen und es ist warm und die haben aber immer noch ein Jäckchen an und ziehen das nicht aus und solche Dinge. Also man muss natürlich lernen, auch diese, wie soll ich sagen, also diese Zeichen zu lesen. Und das gehört alles zu einer guten Anamnese im Grunde genommen. Mhm. Aber ich würde denken, wenn die Temperatur von diesen 36,7, 36,8, wenn das wirklich nach unten abweicht und man misst regelmäßig seine 36,3, 4, 5, okay? Mhm. Dann ist das so ein Indiz und dann eben die kalten Hände, wenn Leute zu dir sagen, naja, deine Hände sind immer kalt. Mhm. Solche Sachen zum Beispiel. Oder deine Füße, deine Zehen sind immer kalt, deine Füße sind immer kalt. Also das ist immer so der Punkt, wo Männer sich furchtbar beschweren, weil sie immer die kalten Füße ihrer Frau aufwärmen müssen. Also ich frage dann immer, hast du kalt, also wir duzen uns in der Praxis auch alle, die Patienten und wir, dann sage ich immer, wenn du abends ins Bett gehst, brauchst du dann irgendwelche Bettsöckchen oder muss dein Mann dir deine Füße aufwärmen und solche Dinge? Mhm. Ja? Also das sind schon mal klare Indikatoren. Klare Indikatoren. Ich weiß noch von was. Ja. Ein weiterer Indikator ist, wenn man Haarverlust zum Beispiel sieht. Ja. Also wenn eine Frau sagt, also ich weiß nicht, die letzten 5 Jahre ist einfach so viel weniger geworden. Früher hatte ich so eine Mähne und jetzt ist es deutlich weniger und ich finde auch viel Haare in der Bürste. Das ist so ein Indiz. Oder die Haare sind trockener geworden. Haut also, auch. Mhm. Ja, und die Haut ist auch trockener, so ein bisschen pergamentig. Mhm. In der Naturheilkunde sagt man, das ist Schuppi und Struppi. Das heißt, schuppige Haut und struppige Haare. Okay. Das ist so ein Indiz für eine deutliche Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt also, die Haut ist nicht mehr feucht, die ist nicht mehr durchquollen von Feuchtigkeit. Die Haare fühlen sich trocken an und auch wenn du an die Haut gehst, merkst du, dass die Haut so ein bisschen, den oberen Teil, der ist so pergamentig. So okay. Und Stuhlgangfrequenz hat auch eine Aussagekraft. Muss nicht sein. Muss nicht sein, aber ich glaube, so einmal die Woche, das ist dann schon ein weiteres Indiz, wäre das dann. Aber es gibt Leute, die haben entzündliche Darmerkrankungen. Mhm. Da hast du dann das überspielt dann. Überlagert sich dann. Ja? Okay. Das heißt also, das kann ein Indiz sein. Und da muss man sich auch hüten vor diesem Jahr, also ist normal. Mhm. Denn was ist normal? Ja, wenn du 20 Jahre lang alle 3 Tage aufs Klo gegangen bist, dann ist das für dich normal. Aber das ist nicht optimal normal. Mhm. Also vom Optimum her normal. Lass uns mal an dieser Stelle ganz kurz zusammenfassen. Das ist ja, geht ja nur um eine Erstindikation. Mhm. Also die Körpertemperatur morgens nach dem Erwachen liegt bei unter 36,7 und zwar auch schon manchmal deutlich drunter. Soweit ich weiß, in der zweiten Zyklushälfte ist es ein bisschen höher, richtig? Da muss man aufpassen. Also man sollte eher dann in den ersten 14 Tagen messen, um diese Basaltemperatur eben dann zu ermitteln. So, wenn jetzt 36,5,4 ist, okay, erstes Alarmglöckchen. Habe ich trockene Haut? Zweites. Das trockene Haare. Die Möglichkeit, oder sagen wir mal, das Indiz, dass man sehr müde ist zum Beispiel. Ja. Also Müdigkeit ist es. Also Müdigkeit ist immer ein Zeichen, dass Dinge nicht stimmen. Ja. Grundsätzlich. Wenn jemand 9 Stunden schläft und er wacht auf, ist morgens gerädert, kommt von der Arbeit und muss sich erstmal hinlegen oder muss nach dem Mittagessen ein Schläfchen machen, solche Dinge zum Beispiel. Das ist ein Indiz, dass Dinge vielleicht nicht optimal sind, weil die Energieversorgung im Körper einfach nicht da ist, wo sie sein sollte. Und dann gibt es solche Dinge, eben diese Soft-Parameter, an denen ihr jetzt sehr viel arbeitet. Das ist also, ich esse das Gleiche seit 20 Jahren und plötzlich sind 10 Kilo mehr. Und ich habe keine Ahnung, woher es kommt. Mhm. Ich habe so Dinge wie zum Beispiel, ich kriege Muskelschmerzen. Ich kriege so eine Erschöpfung. Ja? Ja. Also, so, es gibt viele Leute, die zu uns kommen und sagen, ja, seit einiger Zeit habe ich so Muskelschmerzen. Ich mache Sport und nach dem Sport, ich kriege das Gefühl, dass ich mich nicht so regeneriere, wie ich mich eigentlich wie ich es kenne. Also das sind so Soft-Parameter, sage ich jetzt mal, wo man sagt... Das sind sehr, sehr wichtige Soft-Parameter, weil auch diese Muskelschmerzen zeigen, dass die Mitochondrien, das ist ja praktisch das Energiezentrum des Körpers, da wird ATP, die Währung unseres Lebens, gebastelt. Genau. Und wenn die eben nicht mehr regenerieren können, praktisch nicht mehr genügend ATP produzieren können,
durch eine verminderte Schilddrüsenfunktion. Das ist natürlich nur eine Möglichkeit. Es gibt ja noch so viele andere. Aber dann ist das eben wieder ein Indiz. Und dann, ja, genau, weil T3, dieses eine Hormon, was die Schilddrüse hinstellt, da kommen wir jetzt gleich mal dazu, was da alles passiert, damit wir einfach so einen groben Umriss geben. Aber das ist der Befehl, um die Energiewährung zu machen. Und wenn der Befehl einfach nicht da ist, dann wird die Energiewährung halt eben nicht gemacht. Und dann kann der Körper quasi viele Stoffwechselwege nicht bezahlen. Wie ein Fährmann, der bezahlt werden muss, weil man mit einem Boot über den Rhein will, zum Beispiel. Sehr schön, und, ja. Also jetzt hat man diese Indikatoren und sagt, okay, jetzt möchte ich es gerne mal checken lassen mit, Werten. Du gehst zu deinem Arzt und jetzt kann es natürlich sein, dass dein Arzt also super neueste Erkenntnisse hat. Das kann sein, aber es kann natürlich sein, dass der zu dir sagt, nee, also du siehst, alles sieht im Rahmen aus, wie auch immer er das beurteilt. Und er misst jetzt vielleicht einen Wert und das ist eben dieser Brüllwert, also dieser Gehirnbrüllwert. Der TSH, und ja. Der TSH-Wert. Und der TSH-Wert, wie schon gesagt, der kann ja von bis sein. Und das Wichtigste ist aber, dass der TSH-Wert natürlich ein Gehirnhormon ist und dir nicht wirklich sagt, was tatsächlich jetzt an der Stelle der Produktion, nämlich an der Schilddrüse, los ist. Und wenn das alles so simpel wäre in der Biologie oder in der Medizin oder wie auch immer Biochemie, dann würde man sich tatsächlich auch nur die Schilddrüse angucken. Aber man muss noch andere Organe angucken, da gehen wir nachher tiefer. Das heißt, die Schilddrüse kriegt den Befehl, jetzt mach mal Schilddrüsenhormon. Jetzt ist es aber so, die Schilddrüse macht nicht nur einen Stoff, sondern macht mehrere Stoffe. Sie macht sehr viel ein Hormon, das heißt T4, das ist das Thyroxin. Aber sie macht auch andere. Das Thyroxin ist aber nichts anderes als eine Art Speicherstoff oder es ist eine Speicherform, es ist eine Langzeitform. Ich sage immer, es ist das noch nicht brennende Streichholz. Ganz genau. Und diese Speicherform, die wird produziert in der Schilddrüse, aber diese Speicherform wird in den Körper gesandt und wird an eine Stelle gebracht, die das scharf macht. Und das ist die Leber. Und die Leber ist eigentlich diejenige, die dafür sorgt, nicht nur die Leber. Leber 70-80%, aber es gibt auch andere Teile im Körper, die in der Lage sind, aus dem Streichholz was Brennendes zu zaubern. Aber die Leber ist eigentlich das Hauptorgan und die macht das scharf, also zieht praktisch den Ring an der Handgranate. So ein bisschen ist das so. Das ist wie das beim Streichholz. Genau. Und schickt jetzt dieses T3 in den Körper. Und das T3 ist halt auch wichtig, weil es eben an den Zellen bindet und auch die Mitochondrien, also diese ganze Währung, dann auf die Reihe kriegt. Jetzt ist es aber so, dass die Schilddrüse nicht nur T4 macht. Sie macht auch ein bisschen T3 selbst, aber sie macht auch noch andere Metabolite. Und alle diese Metabolite, die in den Körper gesendet werden, müssen letztendlich über die Leber auch, ich sage jetzt mal, entsorgt werden. Also die Endlösung, die Leber ist praktisch für diese Stoffe, wenn sie ihre Arbeit getan haben, eine Art Endlösung. Und die Leber sorgt dafür, dass ein Teil jetzt über die Niere ausgeschieden wird, aber ein Teil geht über den Darm. Und jetzt haben wir das nächste System, was wichtig ist, das ist nämlich der Darm. Und diese ganze Entgiftung, so nennt man das, also es ist eine Art Entgiftungszirkus, der läuft in der Leber. Die Leber tut nichts anderes, als die Sachen wasserlöslich machen, die ganzen Sachen verteilen, wo das hinkommt. Und teilweise schickt es das über die Gallenflüssigkeit, also Gallensäure, Gallenflüssigkeit in die Gallenblase. Und die mündet in den Darm. Und der Darm ist praktisch der Weg raus. Aber genauso, wie du keinen Gefahrenguttransport über eine Straße mit ganz vielen Schlaglöchern schickst, weil das wäre wirklich doof, brauchst du eine Straße, die schön geteert und gepflastert ist und die auch breit genug ist, weil wenn du das durch ein Dorf schickst, was enge Straßen hat, wirst du hängen bleiben mit deinem Gefahrenguttransport. So ist es halt wichtig, dass der Darm gut funktioniert. Also schickst du quasi eine entgiftete Substanz durch den Darm, der vielleicht nicht so gut funktioniert. Okay? Das heißt also, da kann es natürlich sein, dass du Dinge wieder rückwirkend, wieder postwirkend wieder in die Leber transportiert bekommst, die eigentlich nicht da wieder zurück sollen. Also das zirkelt permanent hin und her.
Ja, der Wissenschaftler sagt, es ist der enterohepatische Kreislauf. Also entero, der Darm, Darm und dann hepatische hepatisch, Leber. das heißt, die zirkulieren. Leber und Darm arbeiten ganz eng zusammen. Ja. Wenn die Leber natürlich mehr abkriegt, als sie abkriegen soll, muss sie natürlich auch mehr arbeiten. Wenn sie aber mehr arbeitet, kann sie natürlich das T4 nicht so umbauen, wie sie das gern umbauen sollte. Also haben wir das nächste System, auf das wir achten müssen. Warum ist die Leber so wichtig bei Schilddrüsenproblemen? Und die ist so häufig überlastet, das hängt mit einer Östrogendominanz häufig zusammen. Frauen nehmen ja die Pille, Hormonspirale und so weiter. Die Leber soll das Östrogen eben dann neutralisieren. Wir haben dann zu wenig Progesteron. Es gibt so viele Ansatzpunkte. Ich möchte aber jetzt über eins sprechen, weil das fällt mir immer wieder auf. Also gerade bei uns in unserem Coaching sagen ganz viele, ja, ich nehme ja schon 50, 75, 100 Einheiten oder Milligramm Thyroxin. Genau. Und trotzdem läuft es nicht. Und dann versuchen immer zu erklären, ja, das ist noch das noch nicht brennende Das ist nicht Streichholz, brennende aber das ist auch Streichholz, nicht ja. das wirklich Aktive. Ja, das hat auch seine bestimmten Funktionen. Was du brauchst, ist aber dein FT3-Wert. Genau. Das Und freie T3, das angezündete Streichholz. Das ist korrekt. Punkt Nummer eins. Und zweitens, um das noch kurz vollständig zu machen, was viele auch nicht auf dem Schirm haben und die meisten Ärzte leider überhaupt nicht, das ist das Reverse Ja. T3. Und das ist das ausgeblasene Streichholz, das schon gebrannt hat und dann ausgeblasen wurde. Also ich versuche es immer so einfache Bilder zu Genau. verpacken. Und was eigentlich noch schlimmer ist, dass das reverse T3 kompetiert mit dem richtigen T3 am Rezeptor. Das Das heißt, heißt, Konkurrenz. Das heißt, wenn RT3 andockt, dann wirkt das das freie T3 schon gar T3 nicht mehr. sitzt auf dem Rezeptor drauf und kommt nicht runter. Ja. Das heißt, das bisschen T3, was du hast, wird blockiert. So, und wie entsteht RT3? Das ist, Das wenn. ist ein Entzündungswert. Das reverse T3 geht ganz stark einher mit dem Entzündungslevel des Körpers. Das heißt also, manchmal kommen Leute zu uns und die sagen, es geht mir gut, ist alles in Ordnung, und dann messen wir Entzündungswerte. Man kann manchmal einen relativ billigen Wert messen, das ist das HSCRP. Das Hochsensitive, Das ja. Hochsensitive, aber wichtig ist hochsensitiv, Ja, weil wenn du nicht das nur, CRP. nein, weil das CRP ist zu wenig aussagekräftig. Ja. Das ist eher, sagen wir mal, gefragt, wenn du eine bakterielle Infektion hast oder solche Dinge hast. Da Also macht wenn es irgendwie, und ist natürlich ganz ja, stark dann oben. hast du das bei 50, 60 oder es kann auch 100, 120 sein. Das ist aber nicht das, was wir gucken wollen, sondern wir wollen so ein bisschen diese schwelenden Brände auffangen. Also das, was nicht offen brennt, sondern das, was den Körper wirklich stupft und wo er wirklich kämpft und wo er einfach dieses anschaltet. Und das HSCRP wird gemessen im unteren Bereich, im unteren Konzentrationsbereich. Und wenn Menschen auch den HSCRP etwas erhöht haben, kann es sein, dass das reverse T3 deutlich erhöht ist. Und da sind wir wieder im Catch-22 bei den Referenzwerten. Denn die Tatsache ist, dass sehr viele Leute metabolisch nicht gesund sind. Das heißt, die Labore nehmen sich die Referenz von Leuten, die nicht gesund sind. Also wo Ganz, ist die Norm? ganz wichtige Aussage. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil die Referenzwerte, ich bitte mal ganz kurz Pause, weil das ist so eine wichtige Aussage. Wenn wir im Referenzwert drin sind, dann sind das Referenzwerte von etlichen tausenden Menschen, die sich mal irgendwann haben das Blut abnehmen lassen. Aber welche lassen sich das Blut abnehmen? Die, die kerngesund bei voller Leistungsfähigkeit sind oder die, die irgendwie denken, irgendwas stimmt nicht mit mir? Ja. Ich hätte gern mal die Referenzwerte von Hochleistungssportlern, Leute, von ja, ganz. Formel-1-Rennfahrern, die nicht krank werden dürfen, weil es sonst verdammt nochmal richtig fucking teuer wäre, wenn einer nicht an den Start gehen kann, weil er irgendwie, keine Ahnung, Schnupfen hat, einen intensiven. Das wäre Ganz. mal sehr interessant, gibt es aber leider nicht. Gibt es leider nicht, und deswegen sehen wir da immer Gausskurven, das heißt eine Verteilung, eine statistische Verteilung. Und je nachdem, welches Labor du auch hast, also das heißt, es kommt darauf an, was für ein Labor dein Arzt als Komplementärlabor hat. Das heißt, wo schickt er seine Werte hin? Und es kann sein, dass dieses Labor seine Referenzwerte ganz anders gefasst hat, als es jetzt, sagen wir mal, opportun wäre. Also jetzt bei einigen Leuten ist es so weit gekommen, dass die Referenzwerte jetzt nach unten korrigiert worden sind, was das TSH, also das Bullhormon, anbelangt.
Die waren früher 04 bis 40, zum Teil auch 45. Ja. Mittlerweile rutscht das Richtung 2. Bei uns in der Praxis, mir gefällt schon 1,9 nicht. Das ist einfach für mich kein optimaler Wert. Das ist ein Wert, der, da sind vielleicht irgendwelche Sachen versteckt. Und ich denke mir, in dem Moment, wo wir dann schon beim reversen T3 sind, da sind wir ja schon an einer Stelle, wo mit Verlaub gesagt, sehr viele Ärzte nicht mal wissen, dass man den messen kann. Noch bis vor 4, 5 Jahren gab es auch wenige Labore, die das messen konnten. Also wir hatten eins, das sehr früh schon diesen Wert gemessen hat. Das heißt, ich konnte schon relativ früh mit meinen Patienten in dem Bereich arbeiten. Und es gibt nichts Besseres, als deinem Patienten zu sagen oder zu zeigen, wie seine Sachen aufgestellt sind. Das heißt also, wo ist sein TSH? Aber wo sind seine aktiven Schilddrüsenhormone? Wie ist seine Umwandlung vom nicht brennenden Streichholz zum brennenden Streichholz? Also das heißt, wie ist die Situation auf der Leber und so weiter und so fort? Aber wie sieht es denn mit den anderen Metaboliten aus, die die Schilddrüse herstellt? Weil die stellt ja nicht nur T4 her. Was sie macht ist, sie nimmt ja eine Aminosäure, Tyrosin, und knallt einfach Jod dran. Und dann T4 ist 4 Jodatome, T3 wird 1 abgespalten, T2 ist 2 Jodatome, T1 ist 1 Jodatom. Und wir wissen alle, dass der Körper nicht Dinge herstellt, die er nicht nutzt. Da ist er einfach also zu ressourcenschonend. Das heißt, so richtig genau wissen wir nicht, was T2, T1 und so weiter machen. Aber es ist in der Schilddrüse. Und es gehört natürlich dazu. Es wird natürlich, wenn man eine Hormonersatztherapie macht, eine Hormontherapie, die vom Arzt verordnet worden ist, mit T4, kann es sein, dass du nie T2 oder T1 hast. Genügend. Wenn deine Schilddrüse A nicht mehr da ist, weil sie auf 2 Milliliter geschrumpft ist oder vielleicht auch operativ entfernt worden ist, weil da ein Knoten war oder so. Das heißt, du läufst voll auf T4. Also Adriana, daran erkennt man wieder, es wäre so schön, in so einem Interview zu sagen, lass das und das checken, nimm das und das, achte auf das und das und alles wird fein. Ist es aber nicht. Das geht leider nicht. Leider. Ich meine, du bist ja ein ausgebildeter Trainer auch und du hast ja sehr viel auch mit Menschen gearbeitet im Training. Und du weißt ganz genau, wie wichtig es ist, einen Menschen zu sehen, wie er eine Übung macht, damit du beurteilen kannst, ob er die falsche Muskulatur engagiert und ob er die Übung wirklich richtig macht, ohne sich vielleicht zu schädigen. Und genauso müssen wir an einen Patienten rangehen mit einer Anamnese, die sehr breit ist. Ich muss das breit fassen, weil es kann sein, dass ich noch Systeme habe, die ich auch beachten muss, die ich vielleicht zuerst gerade biegen muss, bevor ich was anderes tue. Ja, weil es, weißt du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich bin nicht fit und du fängst an, ihn für Marathon zu trainieren, mag vielleicht nicht der richtige Weg sein, weil du vielleicht erstmal gucken musst, ob vielleicht seine Muskulatur in den Beinen richtig ist, ob er genügend atmet und so. Okay. Ich würde unheimlich gerne unseren Zuschauerinnen vor allem, das betrifft ja tatsächlich mehr Frauen, ja, als Männer. Ja. Das hängt auch damit zusammen, weil eben die Genetik da eine ganz große Rolle spielt, eine genetische Disposition und auch, dass Frauen, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, häufig in Summe unter mehr Stress stehen als Männer. Auch und das und ich denke, das kommt ein bisschen aus der Genetik, also oder beziehungsweise aus der Art und Weise, wie wir als Männer und Frauen auch gemacht sind, ja. Also wir zwei sind zwar, weißt du, wir sind zwei Menschen, aber du hast ein XY-Chromosom, ich habe XX. Und ich kann Babys machen und du nicht. Also ich meine, du kannst indirekt Babys machen, aber ich kann direkt Babys machen. Noch braucht man die Männer dazu, ja. Ja, und daher ist in der Evolution ist die Frau als eine Art Seismograf festgelegt worden. Das heißt, wir Frauen sind sehr wichtig in dem Gespräch zwischen Umwelt und Körper. Das heißt, unsere Sensitivitätsparameter sind viel weiter hochgesetzt als die von einem Mann.
der funktioniert einfach anders. Der hat ganz andere Aufgaben in der Biologie. Aber wir Frauen müssen 9 Monate lang praktisch ein Baby erhalten in uns und müssen die Reize, die die Umwelt uns gibt, auch integrieren. Das können Reize sein, wie zum Beispiel, dass wir nicht genügend zu essen haben oder dass es vielleicht, weißt du, dass wir in kälteren Ländern sind. Und also, verstehst du, all diese Dinge integriert die Mutter, damit das Kind optimal auf die Reihe gebracht wird. Und deswegen denke ich auch, dass der Setup von Frauen, der sie auch verletzlicher macht in Bezug auf Autoimmunität, dass wir das da vielleicht ein bisschen, dass wir wirklich Biologie am Tun sehen an der Situation und dass deswegen, weil unser Leben nicht mehr so biologisch ist, wie es eigentlich sein sollte, läuft sehr viel auf uns Frauen rein. Es kommt auch noch dazu, dass Frauen auch eine andere Entgiftungsfunktion der Leber haben als Männer. Korrekt. Zum Beispiel. Weil die Frauen früher tendenziell eher die Sammlerin waren und die mussten eine ganz andere... Das ist eine ganz andere Biologie, korrekt. Ja. Männer können schneller entgiften, das ist unser Vorteil. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und all diese Dinge, weißt du, die kommen nach alle kommen in Play und deswegen sehen wir tatsächlich bei Autoimmunkrankheiten eine deutlich höhere Inzidenz bei Frauen. Ja. Bei Schilddrüse ist es tatsächlich so, dass die Autoimmun Thyreoiditis, also nach Hashimoto, so wurde das genannt, ist, ich würde sagen, die höchste Prävalenz für Autoimmunitäten. Man redet von über 10% mittlerweile. Also Tendenz steigend. Es ist also krass zu sehen, also dieser Arzt Hashimoto, das war ein japanischer Arzt, hat das damals 1900 und noch was, hat er das damals geprägt, dieses Bild. Damals war es extrem selten. Heutzutage sind es wirklich 10% steigend, weil wir haben eine riesige Dunkelziffer. Riesig. Das bedeutet also, der Körper geht massiv gegen die Schilddrüse vor, unter anderem auch mit Antikörper und zerlegt quasi dieses Organ und sorgt dafür, dass dieses Organ halt immer schwächer und schwächer wird, weil es vom eigenen Immunsystem angegriffen wird, um es vielleicht mal ganz pauschal zu sagen. Okay. Da ist jetzt die spannende Frage, warum? Das Interview, ich könnte stundenlang, weil das ist so ein hochgradig spannendes Thema und es wird so viele Frauen betreffen, die jetzt ganz neugierig, also mehr Frauen als Männer, die jetzt neugierig hinhören, weil sie eben selber spüren, irgendwas stimmt in mir nicht, aber ich kriege keinen Griff dran. Ich würde sehr gerne an dieser Stelle mal so ein bisschen in das Handeln kommen. Das heißt, welche, jetzt haben wir diese ersten Indikatoren, wie ich friere ständig, Haare fallen aus, Haare sind dünner, Haut ist pergamentdicker und die Körpertemperatur ist einfach nicht so optimal. Du nimmst zu, also du merkst zu, dann, ohne was zu verändern, genau. Ja, genau. Jetzt gehe ich zu, also was kann man jetzt tun? Ich gehe zum Arzt, sage, lieber Arzt, ich möchte gern das messen lassen. Bitte, bitte mach mit, weil sonst muss ich zum anderen Arzt gehen, das ist mir ganz wichtig. So was das kann man machen, wichtig. Ja. Und dann eben auch so ungefähr die Werte, wann die Alarmglocken. Das ist jetzt nur eine wirklich, wir kratzen es an der Oberfläche, das ist völlig klar. Aber ich möchte Hoffnung geben mit diesem Interview, dass man also was machen kann. Also ich kann jetzt nur ein bisschen die Cut-Offs sagen, mit denen wir umgehen. Also ein TSH, der über 2 ist. Ja, also es, wie schon gesagt, es kommt darauf an, welche Referenzwerten die Ärzte benutzen. Aber über 2 wäre schon, wo ich sagen würde, okay? Dann würde ich auf jeden Fall die freien Hormone messen lassen. Frei ist wichtig, weil es müssen die Hormone sein, die nicht an irgendwelche Proteine gekoppelt sind, sondern sind wirklich die, die losschießen können. Ja. Und da wäre es das freie T4. Das heißt, das ist das, was im Körper zirkuliert und benutzt werden kann, um Feuer dann anzustreichen. Also das nicht brennende Streichholz, Genau. Dann das brennende Streicheln, das ist FT3. Freie T3, jawohl. Freie T3. Und wenn zum Beispiel der Schilddrüsenarzt oder derjenige, wo man hingeht, ich würde den bitten, einen Ultraschall zu machen und sich vielleicht die Schilddrüse genau anzugucken. Und die Frage sollte sein, wie groß ist sie? Wie sieht sie aus? Ist sie super duper, alles homogen, wunderschönes Gewebe, tolle Schilddrüse, genügend Volumen? Also nicht mini, sondern also wirklich in einem guten Bereich. Also guter Bereich ist bei Frauen 15 Milliliter, solche, also Frauen haben kleinere als Männer, aber
Also wenn jemand mit 5 Milliliter daherkommt, dann weiß man, das stimmt was nicht. Ja. Also eine gute Binnenstruktur, das heißt nicht irgendwelche Entzündungen, solche Sachen. Das sollte also heißt Knoten, ja. Knoten sollten keine da sein. Und Entzündungen, das sieht man, in einem guten Ultraschall sieht man das. Mhm. Das sollte gezeigt werden. Und wenn man sieht, dass man eine Inhomogenität hat, und hier auch vorsichtig sein, weil die meisten Ärzte kennen die Schilddrüse nur inhomogen. Mhm. Die haben schon lange keine richtig gesunde gesehen. Das heißt, was für die Norm ist, ist nicht unbedingt Norm. Also da vielleicht gucken. Mhm. Und wenn man einen Arzt hat, der mitmacht, vielleicht kann man dann Antikörper testen lassen. Also TPOAK, ja. TPO, Antikörper, genau. TPO, also es gibt 3 Antikörper, die man testen kann. Tak, Trak und Mak. Also wie Tick, Tick und Trak. Und diese Antikörper geben dir zumindest die Idee, ob irgendeine autoimmune, also Antikörperaktivität im Körper ist. Also da weißt du, okay, da sind Jungs unterwegs, die auf meine Schilddrüse gehen können. Ja? Vorsicht, es gibt auch Antikörper, autoimmune Schilddrüsen, Thyreoiditis, die keine dieser 3 Antikörper aktiv zeigt. Sogenannter Seronegativer gibt es auch. Okay. Ja? Also deswegen muss man immer viele verschiedene Parameter sehen. Okay? Gibt es auch so einen Wert für freies T4, freies T3, wo man sagen könnte? Ja. Ja, also wir haben zum Beispiel auf unserer Webseite haben wir einen Rechner, der die verschiedensten Referenzbereiche der verschiedenen Labore einfach so zusammenfasst, dass man sagt, okay, es ist 100% ist der Referenzbereich und dass man dann guckt, wo dein gemessener Wert aufschlägt. Mhm. Also, ich hätte gerne meine Patienten im oberen Drittel, also 60-70%. Okay. Das habe ich gerne. Bei beiden Werten. Ja, und zwar bei außer beiden. Bei TSH, muss man jetzt trennen, ganz wichtig. Korrekt, TSH ist eine andere Nummer. Ja. Okay. Aber bei den freien Schilddrüsenwerten T4, T3 ist es gut, wenn sie im oberen Drittel sind und sie sollten nicht sehr stark auseinandergehen. Also, wenn du ein T4 hast von 80% und du hast ein T3 von 10. Konvertierungsstörung. Mhm. Hast du eine Konvertierungsstörung, das heißt, deine Leber ist wahrscheinlich da ein bisschen überfordert. Und geht das also umgekehrt? Umgekehrt gibt es auch. Das bedeutet, dass deine Schilddrüse vielleicht nicht genügend T4 herstellt. Deine Leber versucht verzweifelt aus dem Ganzen, was da noch da ist, also die Krümel aufzukehren und die dann umzusetzen. Also da sind wir schon bei Schmalhans und da wird der Kühlschrank geplündert. Also da sind wir schon, ne? Okay. Also die dürfen nicht klaffen. Man sollte keine klaffenden Werte haben. Also wie schon gesagt, wenn ich sehe, dass ich so oder so klaffende Werte habe, denke ich immer so, okay, dann eben den RT3, wenn der Arzt ihn misst, kannst du mal gucken. Das heißt also, viele Systeme sind wichtig, um zu schauen, wenn da eine Schieflage ist, da weiterzugehen. Okay? Jetzt würde ich auch gerne hier noch ganz, also ich werde auf alle Fälle diesen deiner Homepage verlinken in den Shownotes. Okay. Und auch unter dem Video in der Beschreibung, dass man eben mal, wenn man seine Werte gemessen hat, dass man eben dort mal schauen kann und auch dann die Möglichkeit hat, zu dir, zu euch Kontakt aufzunehmen, um eben dann bei Bedarf mal eine vollständige, umfängliche Anamnese zu machen, um eben dann angreifen zu können. Ich würde also aber hier auch gerne mal... Idealerweise geht es bei uns dann über E-Mail. Also E-Mail ist eigentlich immer der sicherste Weg. Das ist eigentlich verlässlich, ja. Wenn wir natürlich in Beratungen sind und so weiter, können wir natürlich nicht ans Telefon gehen. Klar. Und dann können wir natürlich mit den Leuten nicht direkt reden. Das ist logisch. Aber da uns kontaktieren. Und was wir wirklich gerne tun, ist Leuten auszuhelfen, wenn sie wirklich von Arzt zu Arzt zu Arzt gelaufen sind und haben die Werte einfach nicht bekommen. Das gibt es wirklich häufig, leider. Dann kostet es halt eben Geld bei uns, weil wir als Heilpraktiker natürlich nicht über die Krankenkassen abrechnen können. Es sei denn, Privatversicherte, die können bei uns, also das geht zum großen Teil. Aber manchmal ist das nicht wirklich sehr teuer. Also man kann für das Geld von einem guten T-Shirt oder einer guten Jeans, kann man wirklich eine gute Idee bekommen, also wirklich Werte in die Hand bekommen, mit denen man dann wirklich arbeiten kann. Und dann anfangen kann. Genau. Wie wert ist einem mehr Energie, Erfolg beim Sport oder eben beim Abnehmen generell? Ja, ganz genau. Ich würde
Vielleicht eine wichtige Sache noch, ja. Weil wir es ja mit der Leber hatten und mit dem Darm. Ich denke, eine der wichtigsten Sachen bei der Leber ist, dass wir heutzutage ja sehr viele Probleme mit Fettleber haben. Das heißt also, die Leber ist damit okkupiert, Fett zu speichern, weil wir Menschen haben, die sich von der Kohlenhydratlast her nicht so ernähren, wie sie es eigentlich ernähren sollten. Das heißt, eine Leber, die damit zu tun hat, Fett zu speichern, die kann nicht T4 in T3 umwandeln. Ganz wichtiger, völlig unterschätzter Punkt, die nicht-alkoholische Fettleber. Absolut, absolut. Und natürlich die Situation vom Darm. Das heißt also, bei uns wird sehr viel Darm gemessen, also Mikrobiom, die Bakterien, die dort sind. Was machen die denn aus dem Essen, was da runter ankommt, sage ich mal, weil das wiederum die Leber belasten kann. Also wenn du da Jungs hast, die aus dem Essen, was du isst, Dinge machen, die nicht gut sind, die landen alle auf der Leber. Die Leber kriegt alles ab. Und da hat sie da wieder natürlich Probleme. Also Ammoniak zum Beispiel, der hergestellt wird im Darm, landet auf der Leber. Ammoniak ist ein Gift. Ist ein Gift und es vergiftet die Leber. Das heißt, die Gase, die im Darm entstehen, können auf der Leber definitiv ein Riesenproblem sein. Was sind so die typischen Probleme? Also ganz klar natürlich Antibiotikum bei jedem Sonnenbrand, ja. Sage ich immer. Also völlig ja. Inflationär. Das Zeug einfach reingeballert. Ja. Das andere ist eben Reizstoffe, also gerade das, was in unseren Billigprodukten drinsteckt, Pestizide, Fungizide und so weiter und so fort. Eine Ernährung, die, also wir empfehlen wirklich eine paleo-orientierte Ernährung. Also sprich wenig Kohlenhydrate, wenig Getreide. Ich würde sagen, die wichtigsten Punkte ist das Getreide. Pflanzen können nicht weglaufen, wie Tiere. Tiere haben Zähne, klar. Ja. Aber Pflanzen haben Antinährstoffe. Ja. Als Kriegsführung und die werden drastisch unterschätzt. Das heißt, viele Leute essen Dinge, die ihnen im Darm nicht gut tun, aber sie denken, weil die Brötchen gibt es halt überall zu kaufen, dass es gut ist, manche eben nicht. Also eine paleo-orientierte Ernährung sagt, also alles, was mit Getreide und Körnern zu tun hat, vielleicht keine so gute Idee. Milch ist etwas, was kritisch gesehen wird, weil, naja, in der Evolution, die Viecher sind weggerannt. Die haben wir nicht wirklich melken können, bevor wir nicht unsere Agrarentwicklung hatten. Das heißt, die Evolution greift da viel, viel weiter vor. Das heißt, die Milch eines anderen Tieres, manche Menschen haben Probleme damit, weil sie sogar die Laktose nicht verstoffwechseln können. Also das heißt, das ist so eine Sache. Es gibt Leute, die klar damit kommen, aber es gibt auch Leute, die damit nicht klarkommen. Deswegen ist eine paleo-orientierte Ernährung sehr häufig für Menschen so ein erster Schritt, wo sie merken, oh, da passiert was. So, das ist so das Erste. Die merken, da kann man super tolle Sachen essen und es geht mir gut. Das ist schon mal so die erste Nummer. Ne? Nachdem ihnen die Kinnlade erstmal runtergefallen ist, weil wenn ich kein Brot mehr esse, was esse ich denn dann? Und dann sage ich immer, alles andere. Und dann ein bisschen reingehen, weil ich denke, das Wichtigste ist, dass das Befinden, das verändert sich. Man hat mehr Energie, man sieht besser aus, die Haare fangen wieder an zu wachsen, die Nägel fangen an zu wachsen. Du nimmst plötzlich ab, weil das Training plötzlich funktioniert. Okay? Du schläfst nicht mehr nachmittags auf dem Sofa und bist ohnmächtig und dein Mann hat nicht jedes Mal Eisklötze zwischen seinen Beinen, weil er sie wärmt. Okay. Ja. So, das kommt also direktes Feedback dann sehr ja. bald. Und du siehst, Patrick, ne? Wir gehen einmal ringsherum, einmal, ne? Und deswegen, ich wünsche mir, dass die Leute einen Coach an der Seite haben, der sie durch dieses Moor durchführt. Weil es ist wie ein Moor. Wenn du irgendwo unterwegs bist, wo es ein Moor gibt, dann suchst du dir einen Führer, der dir sagt, hier drauf treten und da drauf treten und hier drauf treten. Weil wenn du das nicht weißt, dann trittst du daneben und knapp daneben ist halt eben auch vorbei. Und das funktioniert nicht. Das ist so, wie mein Mann Jens das immer so gern sagt. Jens ist dein Mann, nehme ich an. Wie bitte? Jens, Dr. Jens Pohl ist mein Mann, okay. Der mit mir zusammen in der Praxis ist. Jetzt seid ihr da im Doppelpack zu Wir sind im Doppelpack. Das ist ja großartig. Wir sind im Doppelpack. Ich finde das total klasse, dass man den Menschen auch mit diesem Interview Entscheidungsgrundlagen an die Hand geben kann, ob ich möglicherweise davon betroffen bin oder nicht. Das heißt, erste Indikation, das ist eben dann Selbsttest zu Hause. Zweite wäre, okay, ich habe was festgestellt, läuft nicht so richtig, wortwörtlich. Dann zweites eben dann Werte testen lassen. Wir haben eben dann diesen Werterechner.
T3, T4, die freie Version, FT3, FT4, ganz wichtig, sollte auf diesem Werterechner beide so im oberen Drittel sich bewegen, also so 60-70% aufwärts. Okay. Wenn irgendwas verschoben ist, dann stimmt irgendwas nicht. Dann stimmt was nicht, ja. Dann das RT3, dann vielleicht noch ergänzend, dann weiß man, dass man irgendwie Stress im Körper hat, also beispielsweise eben diese niederschwelligen Entzündungen. Da wäre auch eine antientzündliche Ernährung. Und da wiederum ist eben eine getreidefreie Ernährung schon mal ganz, ganz viel wert, weil viele reagieren eben auf dieses Gluten, auf Gliadin beispielsweise im Weizen, nicht alle. Es gibt welche, die vertragen es wunderbar. Ich verteufel Getreideprodukte nicht generell, da mache ich nicht mit bei diesem Blödsinn. Aber es gibt Menschen, die haben eben da eine Disposition. Die haben dann eine Problematik, genau. Und wenn die anfangen, eben dann auf Pseudogetreide zu wechseln oder eben komplett weg von Getreide, oder dann geht es denen schlagartig besser. Ja, absolut. Und vielleicht für deine Zuschauer, Zuhörer, vielleicht die Empfehlung von ein paar guten Büchern, die wir auch in der Praxis gerne weitergeben. Ja, wunderbar. Es gibt ein sehr interessantes Buch, gerade über Schilddrüsenunterfunktion. Das ist eigentlich generiert auf einer großen Yahoo-Plattform. Das war eine riesige Plattform, die 2003 oder 2004 gegründet worden ist. Der Name der Frau ist Janie Bothorpe. Ja? Bothorpe? Ja? Du kannst es später verlinken. Ich mache da einen Link zu, ja. Das deutsche Buch heißt Für die Schilddrüse gegen den Starrsinn. Okay. Ja? Ja. Und auf dieser Webseite haben damals Tausende von Menschen international ihr Wissen zusammengefasst. Also selbst als eigene Versuchskaninchen, die haben dann Sachen zurückgemeldet und so weiter. Das Buch gibt es im Deutschen, wie schon gesagt, war das Englisch, wurde übersetzt. Und ich denke, dass für jemanden, der wirklich in die Schilddrüsensituation einsteigen will und mal sehen will, wie ging es anderen Leuten und so weiter, was hatten die denn, was für Beobachtungen hatten die denn an sich, sagen wir mal, an ihrem Körper oder an ihrem Leben, ist das ein sehr schönes Buch. Wenn jemand sich in die Paleo-Ernährung einkrallen will, gibt es zum Beispiel von der Diane Sanfilippo das große Buch der Paleo-Ernährung, wo auch sehr viel über Darmsituationen, über autoimmune Sachen und so weiter. Super. Und das sind schon Bücher, die öffnen einem nochmal eine Tür. Die großartig. Öffnen nochmal eine Tür. Und wer den Coach braucht, damit man schadlos durch das Moor laufen kann, der hat die Möglichkeit, bei mir die Grundlagen kennenzulernen und eben dann möglicherweise bei wirklich akuten Problemen, die dann sich herauskristallisiert haben, hat er eben die Möglichkeit, auch dann erstmal über E-Mail mit euch Kontakt aufzunehmen und alles Weitere eben dann praktisch über eure Kanäle. Ja, genau, da muss man dann halt gucken. Und wir sprechen uns dann auch immer ab, welche Werte gibt es denn schon und so weiter und so fort. Also man kann zum Teil schon mit relativ wenig viel tun. Großartig. Und das ist, glaube ich, auch ein hervorragendes Schlusswort in diesem Interview, denn wir wollen Hoffnung machen. Es gibt Möglichkeiten. Und wenn man sich die Dunkelziffer nochmal heranzieht, ungefähr mindestens 10% der Frauen, jetzt mache ich es ganz einfach, wir haben 100 Millionen deutsch sprechendes Publikum. Und wenn man sich überlegt, die Hälfte grob davon sind Frauen, 10%, wir reden von 5 Millionen Frauen, die ganz häufig eine nicht erkannte Schilddrüsenproblematik haben, die verzweifelt sind, die sich diszipliniert durch irgendwelche Diäten quälen und die keine Energie mehr haben im Vergleich zu früher, denkt an die Schilddrüse. Absolut, das ist ein wunderbares Schlusswort, Patrick. Großartig, ganz herzlichen Dank, Adriana, für dieses tolle Interview. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass eben auch viele Menschen die Chance erkennen, die sie jetzt haben, im Notfall, sage ich mal, oder wenn sie es wirklich ernst meinen, auch Kontakt zu dir aufzunehmen. Das ist vielleicht besser formuliert als Notfall. Ich werde links unten dran setzen, unter das Video, unter die Podcast-Folge und wünsche dir alles Gute. Danke, Patrick, hat echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.